auf der verschlafenen Insel Heeg. Kein Mensch kauft einen Inselführer von Heeg, es sei denn, er ist billiger als Klopapier. Eine Marketingkonferenz? Es kommen Steine ins Rollen. Sie wollen mein Schloss für eine Woche. Und du schmeißt dich ja nicht an die männlichen Besucher ran, Katie. Wir suchen das Schloss. Wir sind das Marketingteam. Gefällt es Ihnen? Ich brauche ein Büro, 20.000 Pfund, die Bühnentechniker und ein Cappuccino. Katie hatte gerade eine Beziehung beendet. Die Hollywood-Schauspielerin Lara Tyler und ihr britischer Verlobter haben beschlossen, heimlich zu heiraten. Ich weiß zwar nicht, wo wir sind, aber es ist perfekt. Gehört uns allein. Sind das die Medien? Oh, Scheiße! Das ist die Tee. Ich zahle 200.000 für ein Titelfoto. Wir brauchen eine Köderbraut. Wie soll das funktionieren? Doch, falls Sie mal einen Kaffee trinken wollen. Und ich bin auch viel heißer, als ich aussehe. Dieses Mädchen von gestern. Also täuscht sie eine Traumhochzeit vor. Können Sie etwas lockerer schweigen? Ich nehme dich zu meinem Ehemann. Haben Sie vorhin unterschrieben? Ja, haben Sie doch gesehen. In der Aufregung habe ich mit meinem eigenen Namen unterschrieben. Ja, wir müssen uns scheiden lassen. Es war mir ein Vergnügen. Warten Sie, ich will mitkommen. Es geschah, was sie eigentlich nicht vorhatte. Sie verliebte sich in ihn. Tut mir leid, dass Sie beinahe ertrunken wären. Mein Ertrinken war das Highlight. Ist schon beruhigend, dass Sie mir versprochen haben, mich nicht wegen einer anderen zu verlassen. Wie ist sie so? Wirklich sehr nett. Ich mach sie fertig! Und brillant. Meine Sehnsuchtshöhlen von deiner Liebe erforschen lassen. Oh, verstehe. Woher weiß man, ob es nicht der falsche ist? Sehen Sie diese zauberhafte romantische Komödie über eine Hochzeit mit sehr vielen Hindernissen. Ist die Ehe, wie man sagt, vollzogen worden? Nein. Ich hatte dazu keine Zeit. Wer ist die Braut? Ich meine, Demnächst auf DVD und Blu-ray.